habe hier Chong so unterwegs zum FT getroffen. Er hat so gar nichts gesagt, gar nicht Bescheid gegeben, dass er kommt oder so. Ich hatte Frühschicht. Eigentlich wollte ich nach Hause gehen. Aber ich dachte mir so, okay, ich muss für euch Fans muss ich ein paar Videos drehen, deswegen komme ich FT. Schauen wir mal. Schauen wir, was heute anliegt. Was liegt heute an? Komm. Eigentlich nichts. Was kommt von FT? Videos kann man immer drehen, aber große Projekte haben wir eigentlich zurzeit nichts. Eigentlich komme nur für dich vielleicht. Ich wusste, dass Barisch FT geht. Ich wollte ihn ein bisschen fertig machen und so. Deswegen gehen wir jetzt FT. Ey, ich habe geile Dings, Idee. Ich zeig dir heute Abend ein Bild. Yu-Gi-Oh! Serious Business. Okay. Den habe ich eigentlich für jemanden für 20 Euro reserviert. Wahrscheinlich für 15 oder so, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, 20 Euro, so habe ich ja gar nicht nachgeschaut. Da geht der 20. Das geht 20? Geht es 20? Keine Ahnung. Spiel ich Blue Eyes oder was? Zeit ist er jedenfalls. SHVP 82. 53, 52, 52. Teuer. Was ist meine Ziel? 18. Oh, heute! Was geht ab, Marius? Wieso leidest du, Mann? Was geht ab? Was geht ab, Jungs? Ich leide. Ja, Mann. Ich leide echt, ich bin allein gerade. Der Arm, Mann. Ich bin einfach allein gelassen. Wer? Und den Kollegen hier. Wie heißt du, mein Freund? Die PT, was hat der Möglichkeit? Kann nicht sein, dass wir als Erster da sind. Alles auf Video, Mann. Ja? Vielleicht darfst du. Schwierig. Wo die gelangt bist du? Ja, bei dem Geschäftsmann ist es nicht so übermäßig. Das ist voll mit drei. Ja. Drei. So hast du noch einen Abschluss. Okay, weißt du Bescheid. Ja, ich schaue später auch. Okay. Was war's? Was ist der Plan für heute? Ein paar Videos gehen und nach Hause gehen. Oh mein Gott. Chong ist mit dabei, vielleicht können wir saftig für irgendwo essen gehen. Nee, ich geh doch Junggesellschaft. Okay, anscheinend nicht in den Bernd. Ist die Miete noch in Frankfurt oder Stuttgart? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Du bist der Manager, du musst doch wissen, wer wann wieder kommt. Ja, aber ich zähle nicht zu TBT, also. Oh mein Gott, Timmy, hast du gehört? Das ist dich. Ultimate Gaia und. Wie ist der andere? Ultimate Gaia? No. Chong hat wieder die Kombo verkackt. Sieht's normal aus? Ja.
Ich hab nichts gemacht, dass die Firma Schaden gibt. Vielleicht alles voll. Das ist auch teuer. Das ist auch Ich sehe wieder schwarz für die Jungs. Die schwarzen die Jungs wie Steve. Shoutout an Steve. Ja, was ist mit dem eigentlich? Musst du Joke fragen, Mann. Wieso Joke? Er ist ja die Ansprechperson für Steve. Ja, das ist ein Leben. Ein Leben? Ja, das Arbeit. Echt jetzt? Sag ihm mal, er soll wieder vorbeischauen. Ja, Mann, sein Auto ist endlustig. Und leidet nicht. Aber er hat das kürzeste Auto, gell? Das ist wichtig, dass er ein paar Sätze angefangen hat. Das ist wichtig, dass man verschiedene hat. Ja, da kann man das Video so lang ziehen oder kurz machen. Ja, meins ist echt Rekordauto. Ja. Barisch wird wieder sein. Mal Respekt auspacken, Gemini. Schauen wieder, Cosmo. Ich suche mir. Es gibt neue Karten, neue Decks, aber die Jungs spielen weiterhin das Deck, mit dem sie keine Chancen hatten. The fuck? Neue beste Karte. Du hast gerade 4-0 gegen Chong kassiert. Ja. Hast du irgendwas zu sagen? Man, das schmeckt echt. Totes Matchup gegen Cosmo. Ich kann nichts machen, ich hab's echt schlecht gebaut. Ja, das ist Da ist kein Necro-Rally, kein Demise, kein Port, nichts drin. Ich hab die Speed-Variante probiert, aber echt schlecht. Man, das schmeckt echt Control. Oh mein Gott. Ja, servus Leute, DBT hier. Und zwar geht's um die German YouTube League. Diesmal haben wir Nico reingesteckt. Wen? Nico. Alter, wieso kommst du jetzt schon? Wir haben noch gar nicht fertig. Wir haben Nico reingesteckt, er kommt jetzt schon. Ja. Nein, cut. Cut. Warte, okay, jetzt. Jetzt. Ja, servus Leute, DBT hier. Diesmal geht's wieder um die German YouTube League. Runde, keine Ahnung was. Wir haben wieder Nico reingeschickt. Problem wen, Nico? Alter! Okay, dann spielt man Nico, oder was? Warte, nochmal. Warte, Spaß. Cut nochmal. Okay. Ja. Schaust du mich so an?
Also, sag doch! Okay, nochmal. Ey, war das? Ja. Ja. Alter, war ich echt fiese Bumpe da, Alter. Was? Okay, nochmal. Ey, war das? Ja. Sag doch, was ist das? Hör doch auf, ja. Das ist so ein Zeug. Sag, was los. Du bist ihr. Okay, nochmal. Hey, warte, was ist los? Du hast so gesagt, dann sagen wir es los. Ja, toll. Wir können jetzt 15 Outtakes haben, Mann. Digga, mach mal ein bisschen cooler. Ich sag doch, was ist los. Ja, du so, was ist los? Egal, ich schau dich nicht an. Das ist schon geil, perfekt. Das ist komplett geil rüber. So. Komm schon geil rüber. Okay, jetzt ernst jetzt. Okay. Mann. Hey, warte ich. Ja. Was eigentlich mit den Leinen denn? Wegen, hey, wollt ihr Pokémon Go Challenge? Wir haben nichts zu sagen, Mann. Wir chillen hier, wir gehen ein paar Sachen, interne Sachen. Für den Channel. Zweiten Channel. Zweiten, dritten Channel. Yu-Gi-Oh! Wird nicht mehr lange halten. Echt? Nein, sicher nicht, Mann. Unser Interesse wird jeden Tag weniger, Mann. Ja, wir warten mal auf die Bandit-List. Glaubst du nicht, da kommt nochmal neue frische Wind? Vielleicht nicht, Mann. Wir sind, ich glaube, Yu-Gi-Technisch sind wir echt letzte Stufe, Mann, am Ende, Mann. Und zählt echt nicht mehr viel. Danach muss es weitergehen, nächster Channel. Ja. Kopf-Channel. Es muss schon was mit Gaming sein. Muss nicht. Ich wollte ja League of Legends, aber das wollen die nicht. Force of Will. Pokémon Go ist echt die Zukunft. Das krasseste, die haben erst 10% vom Spiel reingetan. Was ist insgesamt reintun? Erst 10%. Es kommen noch 2., 3., 4., 5., 6., 7. und jetzt neu die 8. Generation dazu. Scheißegal. Was alles Stück zu Stück. Was für mich zählt ist, bald, ich glaube ab November, bald der Fantasy 15, da kommt auch noch ein Film noch raus. Und eine Handy-App ist auch noch dazu. Das sind dann meine Zukunft. Pokémon Sonne. Du bist nur zu faul für Pokémon Go. Weil da Go drin ist. Das heißt, du musst dich bewegen. Ja, wenn ich mich bewege, fahre ich mit dem Auto. Das ist jetzt geil. Du kommst von zu Hause raus, du machst was, du triffst dich mit Freunden. Du triffst einen anderen. Zum Beispiel gestern, ich war in einem verbotenen Gelände. Ich bin in eine Schule rein, um dieser Samen zu suchen. Da steht extra drauf, nicht auf, was, auf fremde Orte oder so gehen. Ja, man darf nicht auf Privatgrundstücke runter. Genau. Du gehst ins Extra. Nee, gestern war echt die Schule offen und zwar in der Nacht um 1.30 Uhr oder so. Und wir haben dieser Samen gesucht. Das war richtig spannend, wir sind über Zäune geklettert und so. Richtig krass. Richtig geil. Also ich wäre für Pokémon Go Channel, das ist halt die Zukunft. Alex wäre dabei, Tati wäre. Das Problem ist, wenn wieder alte Praktiken zu beginnen. Wie machen wir es dann? Aber er erzählt euch, das ist ein schöner Leben. Du weißt. Werden wir jeden Tag 1-2 Stunden Zeit haben? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ich bleib bei Yugi. Was sagst du hier, LOL? Zu was? Pokémon Go. Hat dich Idee gut? Gibt's in Afghanistan schon? Stimmt, gibt's. Außer in Japan. Die wollte bald machen alle Explosionen. Ja, sie hatten auch Support. Servus, Mann. Ich gehe wieder weiter auf Reisen. Auf der Suche nach Pokémon.
Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid. Aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.